Dave Davis, meine Damen und Herren, wir haben einen Spaß da hinten in der Garderobe. Die Kanzlerin, die ist richtig gut drauf. Das ist, ich habe ganz kurz noch vielleicht hier, das gehört zu unseren nächsten Gästen. Das ist deren Bühnenanweisung, die offizielle. Kannst du die Kamera mal, ich will es mal gerade vorlesen. Wir brauchen für die Tontechnik fähiger Tontechniker. Ausreichend große Beschallungsanlage, Stromanschluss, Schuko auf der Bühne, zweimal Monitor, getrennte Wege wären schön. Dreimal Mikrokanal, zwei Mikros werden selbst mitgebracht, zweimal die iBox, einmal Grenzflächenmikrofon, Bassdrum, ein Kondensator, Overhead-Mikrofon für die Drum, ein großes Mikrostativ für Overhead, ein schwarzes Mikrostativ für drittes Gesangsmikrofon, einmal Gesangsmikrofon, SM8. Wir machen es wie immer. Hier sind Zärtlichkeiten mit Freunden. Nee, ich werd bekloppt. Die Angelina. Hier, von dem Wachstumbeschleunigungsgesetz. Und hier hast du schon mal meine Vorsteuer. Tschüss, ne? Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns natürlich heute hier zum Kulturfest im Michaela-Schaffrath-Gymnasium noch was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben weder Kosten noch Mühen gehabt. Und ich habe meinen Kumpel mitgebracht, den Rico. Stellst dich kurz vor. Sagst du, wo du herkommst, was du gerne machst in deiner Freizeit, also was deine Hobbys sind, damit die Leute erstmal die Angst verlieren. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Rico. Rico Roos aus Oppitsch und da wohne ich auf der linken Seite in der 8a zusammen mit meinen Muttis und Vatis. Und ich spiele Schlagzeug seit ein Dreivierteljahr jetzt, also Viertel vor Jahr, aber bloß hobbymäßig. Ich bin jetzt noch nicht so gut, aber es macht übelst Fun. Und ich habe einen Kumpel, das ist der Ines. Und der hat einen Probenraum. Und Mischhaut. Und da treffen wir uns manchmal drinnen, in den seinen Probenraum. Und da machen wir Session. Und was? Session. Und da hat der Ines gesagt, Rico, pass auf, ich habe eine Mucke in Baden-Baden, da kommt's nicht so drauf an. Da kannst du... Hab ich überhaupt gar nicht gesagt. Was hast du so das gesagt? Hab ich überhaupt nie gesagt. Wo wir beim SWR spielen, wo es egal ist, wo wir machen können, was wir wollen. Das hab ich überhaupt nicht gesagt. Das hast du doch gesagt. Das stimmt. Was gar erst halb eins in der Nacht ausgestrahlt wird, wo sowieso keiner guckt. Das hab ich gar nicht gesagt. Das stimmt gar nicht. Das hab ich überhaupt nicht gesagt. Das hab ich nicht gesagt. Das hab ich überhaupt nicht gesagt. Das ist doch ein Quatsch. Ich hab das gar nicht gesagt. Nein, hab ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Das hab ich überhaupt gar nicht gesagt. In Baden-Baden bei den Schwaben. Das hab ich überhaupt nicht gesagt. Das stimmt. Das hab ich nicht gesagt. Ah ja, das hat er gesagt. Das hab ich nicht gesagt. Der haut manchmal Dinge raus. Da musste ich auch schon mal lachen. Rock'n'Roll. Das ist Englisch. Roll. Ich weiß. Das heißt übersetzt Brötchen. Was? Rock'n'Brötchen. Weckle. Ja. So sagen die hier, Weckle. Verstehst du manchmal gar nicht, was sie meinen, weil die einen Dialekt haben. Ja. Wir waren doch dort im Erzgebirge, im Urlaub, ganze Familie. 5 Tage wandern. Das war sinnlos.
das ist doch schön. Das ist überhaupt nicht schön. Erzgebirge ist so landschaftlich reizvoll. Das ist überhaupt nicht landschaftlich reizvoll. Das ist wie Schwarzwald. Da habe ich 5 Tage nie geübt. Und üben ist das Wichtigste. Das stimmt. Üben ist das Allerwichtigste. Ja. Sagt Mutti Kerstin und Mutti Carola auch immer. Mhm. Üben, das ist das O und O. Ja. Aber du kannst da Häme üben. Kann ich eben nie Häme üben wegen der Frau Meißner. Hat sich aufgeregt. Ja. Alte Kricke. Die muss ich doch noch schonen. Ja. Die war 14 Tage drin im Krankenhaus. Die war ganz lange im Krankenhaus, in der inneren 4. Frau Meißner? No. Was hat denn die gemacht? Die war im Krankenhaus. Guten Morgen. Muss sie mal die Beine waschen, dass der Dreck nachrutscht. So was. Ich meine, warum denn? Weiß nicht. Wird schon was gewesen sein? Ja. Mit dem Knie was? Mit dem Meniskus? Ah. Altersabnutzung. Punktspiel. Was? Wir hatten Punktspiel gegen Traktor Strehler. Ja. Und Frau Meißner macht dabei uns Libero. Mhm. Und da hat von Ackermann Carsten die Mutti, die spielt bei Traktor, links außen, also von uns aus rechts außen, ja, hat die einen Angriff gespielt, ein Mendelssohn-Manöver. Und da wollte die Frau Meißner einen Ausfallschritt machen, ein Sidestep. Mhm. Und da hat von Ackermann Carsten die Mutti blitzschnell reagiert und eine Blutgrätsche gemacht. Was? Und ist bei der Frau Meißner mitten Stollen an Schienbein hochgerutscht und hat oben die Kniescheibe abgerissen. Was? Und Frau Meißner hatte da ein offenes Schienbein. Ja. Da ist die Kniescheibe runter und außen offenen Schienbein raus auf die Wiese. Ah du, da hat sich die Frau Meißner geärgert. Na, was habt ihr gemacht? Kleinen Krankenwagen? Krankenwagen war der Punktspiel, muss er weitergehen. Erstmal haben wir das Ding gesucht. Hä? Die ist damit Sehnen und Bänder festgemacht. Wenn's die abfetzt, die fackt's fort 6-7 Meter. Ach so. Die muss sie erstmal finden. So eine Kniescheibe ist da auch weiß. Mhm. Die ist genau in die Freistoßlinie geflogen. No. Aber ich hatte sie gefunden. Ich bin immer gut in Suchen. Ja. Und dann muss man die ja gleich in den Mund nehmen, dass sie lebendig bleibt. Du hast von der Frau Meißner die Kniescheibe in den Mund genommen? Ersthelfer. Und dann haben wir die Kniescheibe abgespielt, schön, mit Selters. Ist ja auch isotonisch. Ja. Unten reingesteckt und wieder hochgewalkt an ihren altangestammten Platz. Ja. Skaliert. Und mit dem kleinen Holzsplint fixiert. Ach so. Aber bloß subkutan. Mhm. Haben wir uns ein bisschen verquasselt, wa? Ja. Wir sind richtige Plaudertaschen. Mhm. Du erzählst gerne viel. Machen wir erst mal das Lied, wa? Sonst denken die Leute noch, wir wollen uns drücken. Ja. Ich zähle ein und du hängst dich mit drauf. No, wie wir ausgemacht haben. Genau. Bis dann. Bis dann. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Der grüne Sonne Mountaintop. 1, 2, 3. Das burning like a silver flame. 1, 2, 3. Der grüne Sonne Mountaintop. 1, 2, 3. And Ines, what's her name? She's got a 2, 3, 4, 1. Yeah, baby, she's got a 2, 3, 4, 1. Well, I'm your Ines, I'm your fly that you desire. 1, 2, 3, 4.
war,